Pélias und Mélisande wäre wirklich ein schönes Paar gewesen, von beiden Seiten. Aber jeder hat da seinen Teil dazu beigetragen, dass es nicht so war. Und das ist eigentlich das Tragische auch an der Oper. Ja, zunächst ist Pélias und Mélisande eine bizarre Familiengeschichte. Und wir erleben eigentlich einen Blick auf ein Haus durch mehrere Generationen und begegnen merkwürdigen Menschen, die alle auf eine fast monadische Art um sich selbst kreisen. Es gibt die Hauptfigur Mélisande, die von allen, vor allen Dingen von allen männlichen Figuren, auf ihre Bedürfnisse hin funktionalisiert wird. Man erlebt Golo, der sie heiratet, der sie eigentlich eher fast in so einem gesellschaftlichen Sinne repräsentativ benötigt. Es gibt Pélias, der in Mélisande einen Partner für seine Fantasiewelt sieht. Es gibt den Großvater Arkel, der in Mélisande das Frischfleisch, das Jungblut in diesem düsteren Schloss als Lebenselixier sieht. Also jeder sieht in Mélisande etwas ganz Spezifisches für seine Bedürfnisse. Die Beziehung von Mélisande zu Golo und zu Pélias ist sehr unterschiedlich. Mit Golo hat es einfach irgendwann mal geknallt und ja, aber das war's dann auch. Also viel mehr, glaube ich, können die nicht anfangen miteinander. Das Problem ist, dass Golo sehr autoritär ist und dass sie das gar nicht aushalten kann. Und dann kommt Pélias, der jüngere Bruder, das viel sonnigere Gemüt, das eher dem von Mélisande entspricht. Und auch die finden sich. Aber wahrscheinlich ist Pélias auch nicht der Richtige. Sie hofft immer auf was Besseres und es kommt nicht. Also Leben ist nicht so sehr lebenswert in diesem Stück und es gleitet zwischen den Fingern einfach durch, wie Sand oder wie Wasser. Eins der auffälligen Themen bei Pélias und Mélisande ist das Thema der Präsenz des Todes. Man hat eigentlich permanent den Eindruck, dass die Figuren in diesem Stück extrem in ihrem Handeln geprägt sind von dem, was die Abwesenden getan haben. Das heißt, die Toten sind da, die Toten prägen die Aktionen der Lebenden und das ist mir ein sehr wichtiger Aspekt in der Inszenierung. Es ist ein unglaubliches Faszinosum, was Debussy in dieser Partitur entfaltet. Was das Verrückte ist, dass hier Form und Inhalt perfekt zusammenpassen. Es ist ein Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Es ist wie ein permanentes Weiterfließen, fast etwas Zwanghaftes, was auch beschreibt, wie diese Figuren eigentlich sich in diesem Fluss bewegen. Auf der Bühne sehen Sie von den Sängern so etwas wie ein Schauspiel, aber ein gesungenes Schauspiel. Also es ist jedes Wort hat seine eigene Note. Sie singen immer die Worte und die Sätze, die Sie gerade ausdrücken müssen. Das ist das Geniale, dass das Debussy so unglaublich eindrucksvoll gelungen ist. Im Orchester unten wird eine Atmosphäre, eine musikalische Atmosphäre geschaffen, die immer unmittelbar mit dem zusammenhängt, was gerade oben gesungen wird. Es ist also quasi ein dauernder Fluss. Du
Du brauchst dafür wirklich die intelligentesten und ausdrucksvollsten Sänger, die wirklich fähig sind, jede dieser Phrasen, jeden diesen Satz so rüberzubringen, dass er berührt. Und wenn das gelingt, ist das ein ganz großes, aber sehr alleine dastehendes Opernwerk. Wenn du wirklich zuhörst und wenn du in dieser Musik lebst, dann ist jeder Takt unglaublich anrührend. Und ich sage das mal so, es geht zu Herzen, diese Musik.